Wir müssen doch aufhören, die Schätze der Erde und den Erfindungsgeist der Menschheit an Tod und Verderben zu verschwenden. Wir brauchen den ganzen Reichtum und unsere versammelte Intelligenz, um diesen kleinen blauen Planeten als Lebensraum für uns alle zu erhalten. Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine stehen wir fast jeden Tag hier am Prinzipalmarkt vor dem Saal des Westfälischen Friedens. Das ist die Friedensmahnwache. Wir werden oft gefragt, weil wir vor dem Banner stehen, Frieden schaffen ohne Waffen, wie das möglich sein soll, vor allem in der Ukraine. Deswegen haben wir eine Veranstaltung organisiert, kurzfristig, am Dienstag, dem 29. März um 20 Uhr in der Aula der KSHG in der Frauenstraße 3 bis 6 im Hof mit Pax Christi zusammen. Wir werden da die Referentin Katrin Vogler dabei haben, die ist Mitglied im Bundestag für die Linke und sie war früher Geschäftsführerin vom Bund für soziale Verteidigung und ist auch Mitglied der DFGVK. Und sie ist seit 2018 stellvertretende Vorsitzende der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe. Sie wird dann den Vortrag halten zum Thema die soziale Verteidigung als Alternative zur militärischen Landesverteidigung. Frieden schaffen ohne Waffen. Das ist dann am 29. März um 20 Uhr in der KSHG Aula. Und ihr seid herzlich eingeladen. Es gibt den Vortrag und anschließend die Diskussion. Dankeschön. Wenn wir nicht mehr bereit sind, Feindbilder zu pflegen, Mordwerkzeuge zu finanzieren und zu produzieren und in den Krieg zu ziehen, weil wir wissen, dass auf der anderen Seite nicht unsere Feinde, sondern unsere Schwestern und Brüder stehen, dann und nur dann können wir eine Zukunft ohne Krieg und Ausbeutung schaffen. Fangen wir heute an.